Nicht zu verwechseln. Das ist die freche Göre aus Aber Fati. Der kleine Rotzlöffel, die Frenze. Ina Reuter ist 5 Jahre alt, als sie im DDR-Fernsehen eine große Lippe riskieren darf. Virale Luftschaukel, die reparieren da nicht. Richtig, Frenze, gib's dir nur. Die dumme Schrulle. Franze. Sie haben ja einen Knick in der Optik. Sie olle Hexe. Sag mal, wo hast denn diese Ausdrücke her? Da staunst du, wa? Angst hätte ich vor der Kamera gar nicht. Also das war, ich hab's auch nicht gemerkt. Also ich weiß nicht, die habe ich nicht gemerkt. Kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals wahrgenommen habe. War irgendwie, ja, ich war da drin. Ich habe mich da so eingesponnen, dass mir das alles in Ordnung erschien. Ihre Frenze ist ein Mädchen, wie sie selbst eines ist. Keck, mit Schalk in den Augen und mit schrillem Lachen. Vom Publikum geliebt. Ina Reuter, heute 41, ist so etwas wie ein Kinderstar. Es war ja auch was Besonderes und meine Eltern haben immer gesagt, na, hörst du ja eins nochmal. Und meine Schwestern haben immer gesagt, ach, jetzt hör doch mal auf mit diesem Filmlachen. Also die waren eigentlich die Einzigen, die mich dann versucht haben, ganz normal zu behandeln. Und in der Schule war dann immer so, ach, und uch, und komm her. Und also man war nie ein normales Kind mehr. Und das war eigentlich. Also meine Person hätte das nicht gewollt, aber die Umgebung hat das so entstehen lassen, sag ich mal. Nur eine kann mit flotten Sprüchen den beiden Hauptakteuren der Serie, den Zwillingen Kalle und Kulle, Paroli bieten. Die Lütte Frenze. Die Hexe von der Luftschaukel war. Die hat uns echt dämlich angefiegt. Die doofe Schrulle hat doch Knick in der Optik. Auweia, ihr sagt aber dolle Sachen. Erlaubten das euer Vater? Unser Vater? Der braucht selber so eine Ausdrücke. Oh, ihr habt Süd. Also es war schon spannend mit Jungs. Die waren natürlich so ganz anders. Und da konnte ich immer ja nicht punkten, weil die waren halt älter und die waren schneller und konnten schneller rennen. Wir haben manchmal so eine blöden Wetten abgeschlossen. Ich habe auch lieber mit Jungs gespielt als mit Mädchen, weil das war mir immer zu langweilig. Da war immer was los. Ja, doch. War ich eher so buschikosa. Längst ist die Kleine von damals selbst Mutter. Tochter Lucy ist 13, Sohn Till ist 15. Mutters Rolle und ihr damaliger Schick sorgen noch heute für Heiterkeit. Und das ist Frenze. Das ist der Vati von Kulle und Kalle. Guten Tag. Die ist klein, aber ich bin ganz schön ausgewichst. Die meisten Sachen waren meine eigenen, weil ich nicht so gerne in fremde Klamotten reingegangen bin und weil es halt auch nicht so Schau gab. Die waren dann meist mit Synthetik und unbequem und meine Eltern hatten da halt ein Suit, Schick, das irgendwie, wir hatten schöne Klamotten für. Und meistens waren sie dann auch schon getragen oder so. Also ich habe gerne Sachen angehabt, die mir bequem waren. Schauspielerin werden, das stand nur kurz zur Diskussion. Wie würde Frenze sagen, dit ist nichts für mich? Ich habe das so als Spiel oder als, ja, weiß ich auch nicht, empfunden. Die Idee kam eigentlich dann so mit 18 nach meiner Lehre, als Freunde meiner Schwestern dann sagten, Mensch, und du hast das drauf und du könntest das machen, das fällt dir total leicht. Man muss ja mal gucken, wo liegen die Begabungen. Ne? Aber da habe ich mich dann einfach nicht getraut. Ich habe den zerbrochenen Krug gelernt, habe überlegt, ob ich mich bewerbe und habe es dann auch gelassen. Ina Reuter ist Ergotherapeutin geworden. Mit ihrer Familie lebt sie in Weißensee.